Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Rogue Heroes. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Also einfach hier runter. Neues Gebiet. Ist aber viel, was wir bisher hier gefunden haben. Ich habe keinen Bock, dass du mich aus dem Hinterhalt auf einmal angreifst. Komm raus. Danke. Zum Glück ist hier mehr als genügend Heilung. So, nicht durch den Schlamm. Das ist nur Selbstmord. So. Kam ich von hier? Nein. Die Egel kann man getrost ignorieren. Schnell. Ja, geschafft. Ich habe ihn in das Buch getan. Komm her, du Blutegel. Ausgenockt. Ich habe immer noch nicht den gefunden, der diesen Stachel gibt. Hier soll ich jetzt auf jeden Fall runter. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade spannend, wenn ich mal verstehe, wie das Spiel funktioniert. Ihr seht mich viel lieber ausrasten. Ich weiß schon. Okay, hier ist der Tempel. Nee, hier ist der Pilz. Das ist der Pilz, den ich suchen sollte. Den muss ich jetzt zu dem einen Typen zurückbringen. Und dann kriege ich endlich diese Sumpfstiefel. Ich kann natürlich trotzdem noch alle anderen Pilze hier einsammeln. Das steht außer Frage. So, hier lang. Ja, damit. Ich habe auch Fernkampf. Nope. Also ich bin heute schon dumm gestorben. So ist es nicht, ne? Ich darf nicht vergessen, man zieht sich bei denen ran. War hier nicht irgendwo in der Gegend noch so ein Teil zum Runterschlagen? Ja, hier. Jetzt kann ich es zeigen. Man schlägt dann diese Seile kaputt und dann hat man eine Abkürzung. Also ich konnte mir schon denken, dass man das so macht. Ich wusste nur nicht im ersten Gebiet, wo man da hinkommt. Ich kann ja wieder zurück. Ich habe das Teil ja schon runtergeschlagen. So, jetzt wieder nach oben. Die Abkürzung habe ich ja gemacht. Ist hier noch was zum Ausgraben? Nö. Dann kann ich ja weiter. Ich muss hier nämlich rechts. Obwohl, ich habe hier oben noch nicht geguckt. Ist auch schlau gewesen. Ich glaube, ich nehme lieber eine Bombe. Pam. Verreck. Ich habe ihn einfach runtergesprengt. Und das nur für so eine komische Kugel, wo ich immer noch nicht weiß, was man mit denen macht. Nee. Dich lasse ich doch nicht leben. Macht das eigentlich Sinn? Nö. Ich wollte prüfen, ob es Sinn macht, hier bei dem Feuer zu graben. Wieso bin ich jetzt da runtergesprungen? Ich habe doch noch die Abkürzung da, ne? So, jetzt nicht wieder den Shining machen. Da oben bleiben.
Ich muss wieder zurück. Ich muss diesen Pilz zurückbringen, um diese Frau zu heilen. Ich weiß nicht, war ich da oben schon? Ja, ich hätte hier sowieso hingemusst. Wieder eine Kartoffel. Ich nehme hier für Dreck die Bombe. Die sind instant RIP, wenn sie runterfallen. Ach, lass mich hier in Ruhe. Wenn ich oben rum irgendwie rumkäme, dann wäre da noch eine Abkürzung. Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Ich müsste hier runter. Da wäre es aber, glaube ich, schlauer, erst die Schlammstiefel zu haben. Beziehungsweise diese Sumpfstiefel, weil das ist pures Sumpfgebiet. Und ohne die kommt man nicht durch. Gebt den Schild her. So. Hier müsste jetzt eigentlich so langsam auch eine Abkürzung kommen. Die ich freischalten kann. Her damit! Abkürzung freigeschaltet! Jetzt muss ich erstmal wieder ins Anfangsdorf zurück. So, mit dem Typen da hinten reden und... Bei meinen Göttinnen, du hast ihn gefunden. Ich muss ihn sofort zu Abigail und Melissa bringen. Sie wacht auf. Vielen Dank, Held. Dafür werde ich dir nie genug danken können. Aber vielleicht sind meine Schlammstiefel ein guter Anfang. Ja, dadurch müsste ich jetzt durch den Matsch laufen können. Aber wo sind die jetzt eingelagert? Hat man die jetzt einfach so an? Also ein Item sind die jedenfalls nicht. Wie nutze ich die jetzt? Ausrüstung, Schlammstiefel, damit kannst du länger durch tiefen Schlamm laufen. Ich kann nur länger damit durchlaufen. Ich komme nicht durchgehend durch. Also nur die Differenz ist jetzt größer geworden. Kann ich das abfackeln? Ich konnte das abfackeln. Mann, verreck! War jetzt aber nichts Besonderes. Warte mal, ich würde gerne gucken, ob ich jetzt da oben rechts hin kann. Wenn ich jetzt ganz nach unten gehe, müsste ich doch mit den Stiefeln durch können. Ja, genau hier war es. Ja, man kommt jetzt durch. Hilfe. Keine Ausdauer. Hier kommt man nicht durch. Nein, ich gehe da nicht zu den Blutegeln hin. Ich habe nicht wirklich Bock, mich von denen fressen zu lassen. Hat es einen Sinn gehabt, hier runterzuspringen? Genau, mit dem Stab geht das. Rüberziehen, Kiste gönnen. Immer noch keine Ahnung, wofür die gut sind. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Hau ab! Nein! Ich sag dir nein!
Hallo. Ich habe einige Frösche über den alten Bäumen gesehen. Ich frage mich, was sie vorhaben. Frösche? Die Frösche haben was vor? Hier ist Schlammstadt. Wow, die Ältesten haben mir Geschichten vom Menschen jenseits unseres Sumpfes erzählt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich einen treffen würde. Ich bin Sio. Der Sumpf ist eindeutig der beste Ort zum Leben in Tarsus. Ich weiß nicht, warum du einen anderen Ort gewählt hast. Wir sind nicht so auf Schlamm fixiert. Hallo. Ist hier irgendwas Besonderes, das ich holen kann? Also hier ist schon mal eine Statue. Ist schon mal ein Punkt, wo ich mich hinwarpen kann. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Einmal anzünden. Hier ist noch ein Haus. Auch niemand drin. Ich zünde hier einfach mal alles an. Der sagt mir nur dasselbe wie der Typ da vorne. Hier scheint irgendwas zu sein. Hallo. Was im Wellerstar? Meine Späher meinten, jemand hätte es über die Brücke geschafft, aber ich konnte es kaum glauben. Meine Urgroßeltern erzählten Geschichten von Helden, die regelmäßig über die Brücke kamen, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu handeln. Sie erzählten uns, dass die Helden mit unserem Volk zusammenarbeiten und dass Tarsus nie wohlhabender gewesen sei. Vielleicht können wir da wieder ansetzen. Der Titan Velestar. Wir halten uns lieber fern, aber wenn du sicher bist, dass du ihn durch den tiefen Schlamm im Westen findest. So, wolltest du mir noch was anderes erzählen? Ach so, und bei dem ist irgendein Dorfbewohner entführt worden. Weiß jetzt nur nicht, wie viel mir das bringt. Das sieht schrecklich aus, was mich hier erwartet. Aber ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Ich hatte recht mit diesen Dingern, die tun weh. Nein. Also nicht anfassen. Aber man kann nicht die Kettenweise verbrennen. Ich kann zumindest mir eine Breitseite schlagen. Okay, mit der Kiste. Aua. Ach nee, warte mal, ich muss ja in den Südwesten. Da ist ja diese eine Quest. So, her damit. Ich habe kein Interesse an euch. Hier ist auch schon wieder komplettes Sumpfgebiet. Ein HP habe ich noch, Leute. Jetzt gib mir doch mal Leben hier, danke. Mana kriege ich haufenweise, aber Leben so gut wie gar nicht. Also da unten kann ich momentan nichts machen. Was ist das für ein ekelhaftes Gebiet? Ich glaube, die Sumpfstadt, die kann ruhig noch ein bisschen warten.